Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Vorhang auf. Vor 100 Jahren veröffentlichte Alfred Döblin seinen Roman Berlin-Alexanderplatz. Und nun können Sie die Geschichte in einem modernen Setting auf der Leinwand genießen. I was a refugee all of my life. I did what I have to do. Now I got a second chance. Ich will gut sein. This one isn't for you. Not yet. Du willst etwas sein, das du nicht sein kannst. You want to be good in a world that is beautiful. Sei nicht dumm. Du hast Potenzial. Es ist nicht leicht, sich dem Teufel zu entziehen, wenn man ihn einmal zu sich eingeladen hat. Noch ein Wort und ich spreche dir den Hals. Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht wie wir die Straße entlang. Zieh die scheiß Maske an! Ich meine doch nicht mit. Du tust, was ich sage. Weißt du, was mein Geheimnis ist? Ich bin nicht aus Zucker. Ich bin aus Marmor. Liebe. Liebe. Diese Leute, die sind nicht das Richtige für dich. Musst du mir mal vorstellen, ein Engel. Oder willst du dich vor mir verstecken? Wir sind zwei. Den einen, den ich so sehr liebe. Francis ist aus seiner Heimat Guinea-Bissau geflohen, um nun das Mittelmeer in Richtung des vermeintlichen Paradieses Europa zu überqueren. Doch das Boot sinkt. Mit Mühe und Not überlebt Francis, aber seine Begleitung ertrinkt. Halbtot, am Strand angespült, verspricht er dem lieben Gott, ein guter Mensch zu werden. Doch als Flüchtling ohne Papiere ist das leichter gesagt als getan. Bald landet Francis in Berlin, wo er von dem verführerischen Reinhold aufgelesen wird. Reinhold rekrutiert als rechte Hand von Gangsterboss Pumps Flüchtlinge als Drogenverkäufer. Doch Francis widersteht der Versuchung zunächst. Stattdessen übernimmt er nur einen Job als Koch für die Dealer in der Hasenheide. Als der erratische Reinhold nach einem missglückten Überfall dafür sorgt, dass Francis den linken Arm verliert, nimmt ihn die als Eskortdame arbeitende Mieze bei sich auf. Bald entwickelt sich eine große Liebe und Francis scheint endlich sein Glück gefunden zu haben. Doch Reinholds Anziehungskraft auf ihn bleibt unerträglich stark. Mit seiner modernen Adaption vom Berlin-Alexanderplatz gelingt Burhan Kurbani ein ganz großer Wurf. Ein wuchtiger, greller, großgedachter und großbebilderter Berlin-Film, der den Finger am Puls der Zeit hat und von der ersten, noch auf dem Kopf stehenden Einstellung an 3 Stunden lang einfach nur mitreißt. Hatten Sie auch schon mal einen so richtig schlechten Tag? Ich meine jetzt nicht, mein Löffel ist mir ins Müsli gerutscht, obwohl das schon ein ziemlich schlechtes Schicksal ist. Nein, ich meine einen so richtig schlechten Tag. Komm schon, Mann. Fahr! Weißt du, was höfliches Hupen ist, junger Mann? Das klingt so, sachte, freundlich. Das war bestimmt die Absicht deiner Mom. Nein, war es nicht. Mom! Ich mache gerade eine etwas schwierige Zeit durch. Tut mir leid. Entschuldigung angenommen? Ignoriere ihn. Dann würde ich ihre auch annehmen und das wär's. Es gibt nichts, weswegen ich mich entschuldigen müsste. Kannst du bitte fahren? Alles okay? Ich glaube, der Typ in dem Pickup verfolgt mich. Aggressiver Fahrer. Chillen Sie, Mann. Machen Sie sich vom Acker. Ich glaube, Sie wissen nicht so richtig, was ein schlimmer Tag ist. Aber das wird sich ändern. Der Trailer fasst die Story des Films eigentlich schon recht verständlich und prägnant zusammen.
Die Charakterisierung eines Mannes, der nach Scheidung und Jobverlust einen unbändigen Hass auf Frauen und Anwälte entwickelt, scheint direkt aus den Kommentarspalten von YouTube und Co. übernommen worden zu sein und wirkt in seiner betonten Zeitgeistigkeit durchaus ein wenig platt. Trotzdem entwickelt Russell Crowe im durchgeschwitzten Hemd sowie mindestens 30 Kilo zu viel auf den Rippen eine wahrhaft bedrohliche Präsenz. Sein Bösewicht mag sich ein perfides Spiel daraus machen, die Protagonistin Rachel zu quälen. Aber bei den einzelnen Interaktionen mit ihr oder ihren Familienmitgliedern verschwindet sofort alles Spielerische. Die Gewalt ist plötzlich brachial, gnadenlos, selbst gegenüber Frauen und Kindern. Das hat nicht einen Funken von einem cleveren Kinomonster wie Hannibal Lecter, ganz im Gegenteil. Eine uneitlere, weniger schmeichelhafte Performance könnte man sich von einem Oscar-Gewinner kaum vorstellen. Unhinged, außer Kontrolle, rast aus dem Stand mit 200 Sachen direkt in den Gegenverkehr und zieht Tempo und Bösartigkeit im weiteren Verlauf nur noch straffer an. Wenn man sich auf den Wahnwitz einlässt, könnte man fast übersehen, dass die Logik dabei schon an der ersten Kreuzung auf der Strecke bleibt. Unsere heutigen Filme waren Berlin, Alexanderplatz und Unhinged, außer Kontrolle. Sollte Ihnen kein Film zugesagt haben, bitte bedenken Sie, dass das Odeon Apollo in Koblenz auch Klassiker wieder auf die Leinwand holt. Letzten Freitag habe ich die Extended Edition von Herr der Ringe, die Gefährten dort gesehen und man wird mich auch die kommenden zwei Freitage für die Fortsetzungen dort finden. Bis dahin bleibt mir aber nur noch zu sagen, tschüss und bis bald.